Hallöchen und Pause. Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Schön, dass du da bist. Nachdem wir ordentlich hier Crash gehabt haben. So, hat man noch was auf... Also, das war nicht ich. Hab schon gedacht, dass mal jemand gerade noch auf Discord geschrieben hat. Alles klar. So. Ja. Vielleicht habt ihr es ja vorhin mitbekommen, dass ich, bevor ich angefangen habe, auch ein bisschen Social Network, ein bisschen die Bilder gepostet habe, auch auf Facebook. Und könnt ihr mich auch gerne unterstützen, wenn ihr wollt, da ein bisschen höher zu kommen. Aber ich denke mal, wenn Halloween ist, werden die DLCs sowieso wieder günstiger, oder? Also nicht, dass ich mich irre. Aber es könnte ja passieren. So, den Emergency Mod, den wir gestern ja drin hatten, ne, den habe ich deaktiviert, weil der wird mir auf den Ohren. Das ist ein schöner Mod zwar, wenn man für mal kurz Videos machen möchte, aber für so die Nacht durchzudüsen, ja. Es ist schon ein bisschen katastrophal. Halt dauernd dieses Tatütata. Ja. Wer möchte das denn schon haben? Ja. Also wie gesagt, wir fahren jetzt nach Porto. Anschließend steht dann erstmal einen kurzen Besuch in der Werkstatt an. Und dann geht es erstmal wieder Richtung Balkan. Dann schauen wir mal, was da heute noch so ansteht. Weil das da ist mir zu empfindlich, ey. Ach, Fanta, du wolltest ja noch die Installation von dem Dashboard haben. Das habe ich jetzt auch total verpeilt heute. Ist ja gerade, wenn ich so alles am Posten war und... Junge, Junge, Junge. Völlig vergessen. Aber ist eigentlich sehr einfach gehalten. Weil das Programm sucht automatisch dann quasi, ja, genau. Kein Problem. Aber es ist total einfach. Der findet automatisch den Server, wo er installiert hat. Alles weiter ist halt kein Problem. Ne? Also. So. Hoppala. Und da ist der auch recht. Server ist erstmal wichtiger. Ich hoffe halt nur, dass es auch klappt. Aber ansonsten. Ja. So. Wie war denn sonst so euer Tag? Habt ihr, ich meine, bei der einen war die Arbeit mies, deswegen hoffe ich, dass ich wenigstens euch ein wenig ablenken kann für den Feierabend. Die anderen gehen vielleicht gerade auf Arbeit. Ich weiß, dass der René um 8, 8, 9 auch wieder auf Tour ist. René ist von gestern ein Zuschauer gewesen, der Real Life Trucker ist. Und war eigentlich sehr, sehr unterhaltsam, muss ich sagen. Und ja, ich hoffe, dass wir heute Abend auch nochmal ein bisschen so eine schöne Talkrunde bis 19 Uhr den Airbus da mal vom Lukas mal in die Lupe genommen wird. Weil da gab es ja auch schon wieder
eine Riesenentwicklung. Ich meine, wenn der Flieger passen würde, ja, und ich habe ja damals für Bodenpersonal dieses GSX-Programm mir geholt. Scheint sich aber nicht zu registrieren. Ich weiß nicht warum. Ich habe seitdem nämlich weitergeführt. Aber, ja. So, Tempomat rein und Gas geben. Oh ja. So, zum Glück muss ich morgen nicht einkaufen. Also das bleibt mir erspart. Jetzt wieder morgen. Da können wir auf jeden Fall schon mal durchfahren. Weil ich hoffe, dass ich irgendwo eine Tour noch nach Albanien runterfinde. Deswegen hoffe ich ja, dass von Porto da was ist. Weil wir fahren ja gerade so den Bogen. Und ich möchte jetzt aber wieder den Bogen bis Albanien runter. Deswegen habe ich auch meine Tour schon etwas... oder meine Kilometeranzahl etwas weiter gestreckt. Alles über 3,5 bis 4.000 Kilometer. Und, ja. So, wir haben ungefähr noch 1700 Kilometer zu fahren. Lassen wir den Kollegen mal rein. Und wenn dann... Ich fliege jetzt 3 Stunden. Au. Ja, ich glaube, der neue Airbus hat ja voll angetan, ha? Huh? Ja. Ja, es gibt da schon einiges. Also ich weiß auch nicht, warum das GSX nicht funktioniert bei mir. Muss mal einfach mal gucken. Dass wir das vielleicht im Livestream einfach mal so im Just Chatting einfach mal ein bisschen... mal drüber reden. Und ja. Weil ich möchte schon irgendwann wieder den 2020 fliegen. Es gab ja jetzt so viele Updates. Ich habe zwar die Updates mir draufgezogen, aber nicht ausprobiert. So, Telepass. Geradeaus. Dafür haben wir diesen Emoto. Kann aber sein, dass er alle Einstellungen neu machen muss. Okay, ach Gott. Das macht doch nichts. Ich habe meine Config sowieso gespeichert, also. Ich muss sie nur noch wieder einfügen. Immer wenn ein großes Update kommt, Sicherheitsupdate. Ja. So. Oh, da wird ein Schweinchen transportiert. Schlachterei. Wie sieht's denn bei euch eigentlich aus? Habt ihr euch mal die Anhänger mit dem Viehtransport mal ausprobiert? War da irgendwas? Oder kann man die Hänger, die Trailer damit gut fahren? Weil ich bin ja einer, der lieber mehr Plane fährt als oder kühler. Oder je nachdem, was halt ansteht. Oh, da wird langsam gefahren da drüben. Frankreich.
Weil die, wo gestern vielleicht den Stream mitbekommen haben, wir haben zum Beispiel eine Endladestelle oder eine Ladestelle in der Halle gehabt, wo ich eigentlich mit dem Hänger rückwärts reinfahren wollte. Erfahrungsgemäß habe ich noch nie sowas gehabt. Und fand ich eigentlich sehr spannend. Das habe ich auch bei mir auf dem Discord, also die Bilder habe ich auch dort gepostet, wie auf Facebook in deine Gruppen. Und also hätte ich dieses Facelift für den LKW in der Tour aufzubocken, hätte ich mir bestimmt vorne alles abgerissen. Meine Lieblingsmarke ist zwar Mercedes, aber ich fahre alles, selbst ein Iveco. Da brauche ich mir keine mache ich mir nichts vor. LKW ist LKW. Wer schwarzen Kaffee trinkt, weiß, dass er das gleiche im LKW hat. Schwarzer Diesel. Mich könnt ihr auch auf Truckers Book Live finden, also die alle, die wo Premium haben, die können mich dort live auf der Karte verfolgen, Ausrufezeichen WOT. Da kommt ihr zu meinem Profil, da kommt ihr zu der Seite der Spedition und ihr kommt zu den Mods. Falls ihr am Mittwoch mit auf dem Konvoi fahren wollt, ne? Das heißt, selbst die Leute, wo nur das Deutschland DLC haben oder das Standard, ja, das macht nichts. Holt euch die Mods. Wenn wir halt nur in Deutschland rumfahren, fahren wir halt nur in Deutschland rum. Das ist alles kein Problem. Aber Hauptsache, wenn ihr Bock habt, Lust zusammenzufahren, dann geht das. So, bis wir nämlich da sind, mit knapp 1600, das dürfte so eine Stunde dauern. Oh, ein Gaudenzstreifen am Himmel. Ein Flieger ist unterwegs. Der brutal realistik Wettermod. Da gibt es ja noch was an Ultra K. Also heute Morgen habe ich noch eine Mod-Vorstellung gesehen, dass es von jemanden gab, der hat Sträucher nur für Westbalkan, Rimler für Lichter, Sträucher, Bäume und noch ein paar andere Sachen realistisch dargestellt. War gar nicht mal so schlecht. Aber ja. Ich weiß halt, die, wo es halt auch gestern mitbekommen haben, ja, das Spiel ist ja auch mal abgebrochen. Oder hat einfach gemeint, keinen Bock zu haben. Deswegen, ja. Hoffe ich zumindest, dass das heute mal wenigstens nicht passiert. Weil an sich wäre der Mod sehr interessant. Ja, so wie hier die Lichter, das sind ja auch wieder Rimlight. Weil es gibt ja auch dieses Tag und Nacht. Den Tag und Nacht Zyklus und das finde ich eigentlich auch sehr interessant. Ja, also. Ja, also wie gesagt, die ganzen Aufnahmen, die gehen dann quasi ab nächste Woche, gehen die dann raus, wenn ich sie bearbeitet habe. Pro Video sind es halt 20 Minuten, dass man sich da ein bisschen was anschauen kann. Ich schneide nichts raus, wenn was Peinliches passiert, gehört's rein. Zeige nur das Best-of. Na Lukas, Bausimulator.
Genau. Also das wird nämlich dann auch für den 30. Auf dem Discord habe ich noch von unserer Rhein Silbergold, unserem Busbetrieb. Wir zocken nämlich auch aktuell den Bussimulator für das Halloween-Event, falls ihr da auch mitfahren möchtet. Also ja, ich werde mich auf jeden Fall verkleiden. Ich habe da was Gutes. Und wir werden aber dann auch nicht nur Omsi fahren, wir werden natürlich auch noch ein bisschen was anderes zocken. Ist ja schließlich Halloween. Einer meiner Moderatoren wird sagen, ich bräuchte mich sowieso nicht verkleiden, weil, wie gesagt, die Maske habe ich schon auf. Ha, 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 ha. Ein Mod fehlt. Und der wäre... Jetzt sind wir so weit gekommen, ey. Jetzt bin ich gespannt. Achso, okay, du wolltest mir ja, aber abgemacht, dass du mir den per Discord schickst. Genau, alles klar. Da weiß ich auf jeden Fall Bescheid. Ja. Wie gesagt, der liebe Daniel hat da den Server gesponsert und es macht auch richtig Spaß. Richtig Spaß. Und ihr könnt nämlich auch die letzten Konvois auch gerne bei mir auf YouTube auch sehen. In der Playliste von ETS 2, der Spedition. Ja, das ist schon witzig, was wir da haben. Ja, alles gut, alles gut. Das Wichtigste haben wir jetzt gemacht, mein Lieber. Wie gesagt, danke nochmal auch der Hinsicht. Ja, es macht auch wirklich Spaß. Wie gesagt, wenn ihr... Ich sage nur, wenn wir einen Gliederzug fahren. Nicht so ein Sattelschlepper wie jetzt mit Auflieger, sondern Fahrprüfe mit einem Gliederzug und dann noch mit einer Deichsel. Das kommt, ja. Also ich muss die Fahrprüfung ablegen. Da könnt ihr auf jeden Fall was zu lachen haben, ey. Und dann noch eine Wechselbrücke. Aha. Es läuft wie bei RTS. Kaum habe ich die Einführung eingefahren, habe ich den LKW und den Trailer zu 70% Schaden verursacht. Auf die Seite gelegt und haben beide gemeint, jo, wir schlafen dann. Ach ja. Naja. Ach und keine Angst, wegen dem Blaustich, den ich jetzt hier drin habe, ich habe einen Filter drauf. Ich habe einen Filter auf der Kamera, weil wenn ich das LED zu, ist ein bisschen grell, wenn ich in die Nacht reinfahre. Und deswegen. Habe ich das ein bisschen gedimmt. Ne? Schranke hoch. Der König kommt. So, hüpfen mal rüber. Ich lese es gleich. WB Matt. Was hast du Schönes gemacht? Doch, doch, der sollte, der Emoto soll drauf. Das ist ja quasi der, die Mautbox da vorne. Dass du alle Mautbooks hast. Also ich hab keine Lust dauernd 1000 Screenshots zu machen und dann bei der Abrechnung alles dann extra zu notieren.
aber eben mit dem kleinen Hund draußen. Oh, was hast du denn für einen? Wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen.